Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese wahrlich großmachenden Worte hört Jesus bei seiner Taufe. Und ganz ehrlich, wer möchte solch warme Worte nicht von seinen Eltern hören? Damit sich ein Kind gesund entwickeln kann, braucht es die Liebe und Zuneigung seiner Eltern. Wer sich als Kind von den Eltern nicht geliebt fühlt, erkrankt im Erwachsenenalter eher an einer Depression. Unerwünschte Kinder leiden ihr Leben lang. Laut Studien sind fast die Hälfte aller Schwangerschaften in der Bundesrepublik nicht gewünscht. Nur, niemand redet darüber. Es ist ein gesellschaftspolitisches Tabu, ablehnende Gefühle gegenüber Schwangerschaft und Kind zu thematisieren. Die Frauen müssen in der Regel allein mit den Folgen fertig werden. Das sogenannte Urvertrauen zwischen Mutter und Kind wird sich nur schwer einstellen. Zu kurz kommen charakterisiert das ganze Leben der Kinder. Meine Namenskollegin, die Journalistin Esther Göbel, hat darüber ein Buch geschrieben. Ein anderes Buch, das mich sehr berührt und bereichert hat, ist das von Henry Nouwen, Du bist der geliebte Mensch, in dem er ausführlich beschreibt, dass diese göttliche Zusage nicht nur Jesus galt, sondern die innerste Wahrheit jedes Menschen freilegt, ob wir nun ein geplantes Wunschkind unserer Eltern waren oder nicht. Du bist ein geliebter Mensch. Diese Worte der Liebe im eigenen Innersten zu vernehmen, ist nicht leicht in einer Welt, die uns permanent anschreit. Du bist nicht gut genug, du bist hässlich, du bist wertlos und unnütz. Es sei denn, du beweist das Gegenteil. Dem gesellschaftlichen Leistungs- und Optimierungsdruck zu entkommen, ist fast unmöglich. Gestresst zu sein, gilt schon fast als Statussymbol, denn man erbringt damit genau den Beweis, ein wertvolles Mitglied eben dieser Gesellschaft zu sein. Erfolg, Berühmtheit und Macht können eine Versuchung sein, die zugleich die Falle der Selbstverachtung ist. Sobald man kritisiert wird, sprechen die inneren Schatten. Ich habe es ja schon immer gewusst, ich kann nichts. Überheblichkeit und Minderwertigkeitsgefühl sind daher Kehrseiten einer Medaille. Die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind des geistlichen Lebens, schreibt Nouwen, denn sie sagt das gerade Gegenteil davon, was die Stimme vom Himmel her sagt. Du bist ein geliebter Mensch. Gerade wer sich nicht von denen geliebt fühlt, die einem das Leben schenken, haben es schwer, diese innere Stimme zu hören und brauchen manchmal Menschen, die ihnen das stellvertretend erfahrbar machen und laut zusprechen. Das ist christliche Verpflichtung derer, die als Kleinkinder mehr Glück hatten. So spricht Gott, der dich erschaffen und geformt hat. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Ich bin dein Gott und ich bin bei dir, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe. Glaub es nur, auch du bist ein geliebter Mensch, an dem Gott ein Wohlgefallen hat. Und damit eine gute Woche und bis zum nächsten Mal bei der Sketchbibel.